Hi und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online in 3 Minuten. Und wir waren hier noch in einem Dialog mit der Nyria Lerano. Es geht da um ihren Vater und ja, Mills meinte, euer Vater würde mit dem Telvanni-Meister, mit den Telvanni zusammenarbeiten. Oh ja, Vater ist unter den Telvanni-Meistern hoch angesehen, auch wenn er es nie darauf angelegt hat, selbst einer zu werden. Meister Drenim vertraut ihm bedingungslos. Und wenn ihr etwas über die Telvanni wisst, dann könnt ihr erahnen, wie eindrucksvoll das ist. Sie vertrauen niemandem leichtfertig. Was für Arbeiten übernimmt euer Vater? Ich fürchte, ich weiß es nicht. Er konnte mir nur sagen, dass ein Teil seines Kontrakts mit Meister Drenim ihm untersagt, sich zu den Angelegenheiten des Meisters zu äußern. Selbst seinen Kindern gegenüber. Was er auch tun mag. Ich bin mir sicher, es ist wichtig. Okay. Was haltet ihr davon, dass euer Vater so viel arbeiten muss? Ich wünschte, er müsste nicht so viel arbeiten. Meister Drenim bezahlt gut. Aber manchmal mache ich mir Sorgen, dass Vater sich noch totschuftet. Er ist einfach immer so müde. Selbst wenn er sich loseisen kann, weigert sich Mills, mit ihm zu sprechen. Und ich weiß, dass ihn das sehr verletzt. Fühlt ihr wie euer Bruder, was die Abwesenheit eures Vaters angeht? Eine Weile war das nach Mutters Tod so. Ich verstand nicht, warum Vater nicht bei uns sein konnte, bis ich größer wurde und merkte, wie schwer es ist, eine Familie zu ernähren und für ein Dach über dem Kopf zu sorgen. Mhm. Jetzt weiß ich die Opfer zu schätzen, die Vater für uns bringt. Ich wünschte nur, dass Mills es auch so sehen könnte. Ja, lebt wohl, ne? Gut, was haben wir gemacht? Dann haben wir da draußen, geht nach Balmora. Ja. Geht nach Balmora. Das ist der Erinnerungsstein. Okay. Ich bin zwar schon in Balmora, aber gut. Wir gehen da trotzdem mal hin. Ja. Ich werde mich da noch ganz kurz auf den Weg machen. Wie gehen wir da am besten? Ja, hier fast am besten, aber ich muss noch über die Brücke rüber, weil sonst landen wir wieder im Wasser, so wie vor ein paar Folgen. Und das wäre ja nicht so super, denn das kostet sehr viel Zeit. So. Unser Pferd ist so langsam, das bin ich gar nicht gewöhnt. Das ist strange. So, wir müssen da rüber. Dahin umgedacht. Oh. Vorarbeiter Nox Manuel ist irgendwo in Balmora. Es sollte keine große Sache sein. Ach so, das ist der Typ. Okay. Wir müssen ja an den Boss vorbei. Machen wir den noch ganz kurz? Nein, dann machen wir nächste Folge. Gut, also vielen Dank fürs Zusehen. Wir ziehen ja eh schon immer wieder mal. Aber ich nehme hier das Wolfsauge noch mit. Auch wenn ich gesehen habe, dass das ESO Plus Inventar über die anderen Accounts geteilt wird. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, super. Aber ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, macht's gut da rein. Ich bin raus und ciao.